Die Angst vor einem atomaren Schlagabtausch prägt die Zeit des Kalten Krieges. Beide Militärbündnisse, der Warschauer Pakt im Osten, die NATO im Westen, haben Atomwaffen in ihren Arsenalen. Im Südosten Europas verschanzt sich ein ganzes Land hinter Beton. Albanien startet 1972 ein flächendeckendes Bunkerbauprogramm. Wie viele es genau sind, weiß niemand. Schätzungen gehen von 200.000 bis knapp 750.000 Bunker aus. Sehr viele für ein Land mit 2,8 Millionen Einwohnern. Auf einer Fläche, die etwas kleiner ist als das Bundesland Brandenburg. Die meisten Bunker Europas sind getarnt und versteckt. In Albanien stehen sie zahlreich und offen in der Landschaft. Ein Kuriosum, das nach der Öffnung des Landes Anfang der 90er Jahre im amüsierten Ausland die Runde macht. Kleine Kuppeln beherrschen Albaniens Wiesen und Felder. Bis in Wohngebiete reichen die bizarren Befestigungen. Am liebsten treten sie wohl in Gruppen auf. 8 Stück hat allein dieser Bauer auf seinem Grundstück. Viel Platz, nicht nur für Rekruten. Diese Stellung hier hält ein Rindvieh. Roger hätte uns aufgehängt, erschossen, hingerichtet. Aber zum Glück hat die Demokratie gewonnen und uns diesen Bunker hinterlassen. Die Kuh ist jetzt für die Verteidigung zuständig. Das Trauma des kleinen Balkanstaates beginnt im Jahr 1939. Ohne nennenswerten Widerstand besetzen Truppen des faschistischen Italiens das albanische Königreich. Die Besatzung dauert 4 Jahre. Anschließend kommen die Deutschen. Der Partisanenkrieg wird von Führern der kommunistischen Partei organisiert. Einer von ihnen ist der damals 35-jährige Enver Hoxha. Der albanische Diktator wird das Land 41 Jahre regieren. Sein Aufstieg ist rätselhaft. Er studiert in Frankreich und Belgien, bricht beide Studiengänge ab, arbeitet als Lehrer in Albanien, dann als Händler in der Hauptstadt Tirana und taucht während der italienischen Besatzung plötzlich an der Spitze der Kommunisten auf. Im Jahr 1943 wird er Vorsitzender der Kommunistischen Partei und im Jahr darauf Ministerpräsident des Landes. Das Erbe von Enver Hoxha, ein armes Land in völliger Isolierung. Grotesk übersät mit hunderttausenden kleinen Bunkern, selbst an den idyllischen Stränden des Mittelmeeres. Natürlich, auf Hoxha kommt die ganze Last und Verantwortung von dem Zweiten Weltkrieg bis 1985, als er gestorben ist. Isolierung ist auch ein Werk von ihm. Albanien ist vielleicht im Unterschied mit anderen Ländern ein Sonderfall, weil es auch innerhalb des kommunistischen Systems Partner oft gewechselt hat. Besuch des sowjetischen Parteichefs Nikita Chruschtschow 1959 in Tirana. Nachdem sich die Albaner Ende der 40er Jahre von den Jugoslawen abgewendet haben, ist die Sowjetunion der neue Verbündete. Doch auch mit dem neuen Partner kommt es zum Bruch nach dem Einmarsch der Roten Armee in Prag 1968. Dann war Albanien ein Partner für China. Dann hat Albanien auch gebrochen mit China. Und dann war Albanien vor der Alternative, wohin? Enver Hoxha hat sich von allen abgewendet. Das kommunistische Albanien fühlt sich bedroht vom Westen, aber auch von den Staaten des Ostblocks. Vor allem von den Supermächten Amerika, Sowjetunion und China. Ein isoliertes Land zwischen allen Fronten. Albanien gegen den Rest der Welt. In den hunderttausenden Bunkern soll sich das ganze Volk verschanzen, um das Land gegen einen möglichen Besatzer zu verteidigen. Die Bunker schützen aber nur vor konventionellen Waffen. Beim Einsatz von Atomwaffen sind sie wertlos. Dennoch wird das gewaltige Bunkerprogramm umgesetzt. Vor allem die Küsten werden mit Bunkern gesichert. Eine mittelgroße Anlage mit 4 Geschützbunkern und Leitturm im Nordwesten des Landes. Bei einer Invasion soll der Feind hier aufgehalten werden.
Danach will sich die Armee zum Partisanenkrieg in die Berge zurückziehen. Auch die meisten Zivilisten werden in solchen Bunkern ausgebildet. Arbeiter, Studenten, Schüler. Das ganze Land ist eine militärische Kampfzone. Unter den allgegenwärtigen Betonkuppeln wird der Krieg plötzlich für jeden greifbar. Und dann müsste man von dem Bunker schießen. Und da hast du kapiert, das ist eine ganz andere Realität, eine brutale Realität. Weil wenn du geschossen hast vom Bunker, dann donnert von allen Seiten. Also du bist halt in einem Bunker. Und da nimmst du das Ganze wahr, wie hässlich das Ganze ist. Am Rande der Hauptstadt Tirana eine rätselhafte Einfahrt in einen Tunnel. Damals großflächig abgeschirmt. Militärische Sperrzone. Den Einwohnern der Hauptstadt völlig unbekannt. Nach dem Tunnel zur Tarnung ein Park. Ein Spielplatz an einem Ort ohne Kinder. Mit extra Beleuchtung. Am Ende des Spielplatzes der Hauptbunker für die militärische Führung des Landes. Natürlich atomsicher. 106 Räume, 200.000 Quadratmeter Nutzfläche für die Elite Albaniens. Kurz hinter dem Eingang eine Schleuse. Im Falle eines atomaren oder chemischen Angriffs hätten sich die Soldaten und Offiziere hier reinigen müssen, bevor sie den eigentlichen Bunker betreten. Der Rest der Anlage ist hermetisch abgeriegelt. Der Bunker ist heute ein Museum. Dass die albanische Regierung damals auch mit chemischen Kampfstoffen experimentiert hat, wird dort in einem Raum gezeigt. Kampfstoffe, die international geächtet sind. Da sie diesen Kampfmitteleinsatz auch ihren unzähligen Feinden zugetraut haben, ist der Bunker mit einer Luftfilteranlage ausgerüstet. Zum Bunker gehört auch ein großer Kultursaal mit Bühne und Kinoleinwand. Hier feiern die Militärs die Errungenschaften der Armee und des großen Führers Enver Hoxha. Die Räumlichkeiten von Partei- und Staatsführer Enver Hoxha. Hier sollten die Entscheidungen getroffen werden. Luxus im Rahmen der damaligen Zeit und der albanischen Möglichkeiten. Der Kalender des Diktators mit Lesestoff. Bunker-Idyll mit roter Fahne. Albanischem Adler. Und schwerem Mobiliar. Als Hoxha 1985 stirbt, echte und bestellte Betroffenheit und Trauer. Der Diktator geht, die Bunker aber, seine Hinterlassenschaft, bleiben. Die älteren Albaner besuchen das Bunkermuseum eher selten. Sie wollen die Vergangenheit lieber vergessen. Die Betreiber wenden sich vor allem an die Jüngeren. So hat fast jeder Schüler Tiranas den ehemaligen Führungsbunker schon besucht. Die Bunker sind mittlerweile zu einem Markenzeichen des kleinen Balkanstaates geworden. Sie haben keine militärische Bedeutung mehr, dienen als Lager, Gewerberaum oder Restaurant. Angenommen von den Albanern, als wäre es das Normalste der Welt. Es ist eine Ästhetik des Hässlichen, die manchmal auch die Ausländer lockt und uns auch von der Reserve lockt, um unsere Geschichte während der Kommunismus oder der letzten Etappe der Kommunismus noch realistisch und fassbar, berührbar noch zu machen. Die Bunker haben heute ihre Schrecken verloren. Aus der militärischen Bedrohung von einst ist ein skurriler Abenteuerspielplatz für Erwachsene geworden.